Ob wir zur Ehre Gottes leben oder zu unserer eigenen Ehre, kommt nirgends so stark zum Ausdruck, wie wenn wir in einer Konfliktsituation sind. Und so führt uns heute die Bibel, Gottes Wort, die Sprüche mitten hinein in das Thema von Konflikt. Die Sprüche sind Anweisungen, wollen Anweisungen sein für ein gelingendes Leben. Darum hat sie Salomo aufgeschrieben. Und wir wollen heute lernen, gut zu streiten. Die Bibel sagt nirgends, dass man nicht streiten darf. Aber wir müssen lernen, als Christen gut zu streiten. Und das wollen wir heute miteinander anschauen. Salomo schreibt in Sprüche 10, Vers 12, wer eine Bibel dabei hat, darf sehr gerne aufschlagen und mitlesen. Sprüche 10, Vers 12, dieser kurze Vers, dafür ist er auch einprägsam, Hass verlangt nach Streit. Doch die Liebe deckt alle Vergehen zu. Hass führt zu Streit, sagt Salomo, aber die Liebe deckt alle Vergehen zu. Und Salomo hat erlebt, Streit ist Alltag. Ihr wisst, dass vielleicht das erste und einzige Gerichtsurteil, das von Salomo überliefert ist, dort geht es um Streit. Zwei Frauen leben in einer Art Wege zusammen und sie kriegen einander in die Haare und Salomo muss dieser Streit schlichten. Und auch wir erleben, Streit ist etwas Alltägliches. Ich bin sicher, das hat einige unter uns. Die sind froh, dass überhaupt alle ins Auto eingestiegen sind heute Morgen. Bei uns war es auch so, wir haben eine Rochade gemacht, so Josia und Eloise und Samuel, jetzt haben sie neue Sitzli und Josia hatte eine Krise, weil er immer noch ein altes Sitzli hatte. Gut, bei ihm ist es noch recht einfach, oder ihn ins Auto zu bringen, bei Teenagern ist es schon recht schwieriger dann. Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, ja, es sind nicht alle eingestiegen. Dann sage ich dir, diese Predigt ist genau für dich, damit du lernst, in Konfliktsituationen jetzt richtig zu reagieren. In Konfliktsituationen können wir, auch wenn die Emotionen hoch sind, zur Ehre Gottes leben. Wisst ihr das? Vielleicht hast du auch keine Konflikte. Dann freue ich mich mit dir, wahrscheinlich bist du schon im Himmel. Gut, es kann auch sein, dass du hier auf Erden in Einzelhaft bist, dann hat man auch nicht Streit. Hass verlangt nach Streit. Was ist denn Streit überhaupt? Streit ist ein entgleister Dialog. Normalerweise können wir gut miteinander reden, sprechen, und wenn der Dialog entgleist, wenn die Emotionen hochkommen, wenn es brodelt, wenn Emotionen im Spiel sind, dann schalten wir mindestens drei Gänge höher, sprechen lauter, intensiver, dann hebt es den Deckel und spritzt etwas hinaus. Wir explodieren, es gibt eine Sauerei, Verletzungen passieren. Ein Streit ist ein entgleister Dialog. Aber wichtig ist zu wissen, der Streit ist nur das Symptom oder nur die Auswirkung. So wie der Dampf das Symptom ist von einer heißen Herdplatte, von kochendem Wasser, so ist der Streit nur die Auswirkung von dem Hass, der in unserem Leben ist. Hass führt automatisch zu Streit. Was ist denn dieser Hass in unserem im Herzen? Hass ist der Abscheu gegenüber einer anderen Person. Da ist jemand, der hat uns bloßgestellt. Zum Beispiel ein Arbeitskollege. Wir arbeiten gut mit ihm zusammen, aber dann plötzlich merken wir, er erzählt einfach unsere Schwächen. Er erzählt Wahrheit gerade umgekehrt, dass wir schlecht dastehen, mit dem einzigen Ziel, dass er selber gut dasteht. Wir fühlen uns bloßgestellt vom anderen. Und da kommt eine Abscheu in unserem Herzen hoch gegenüber dem anderen. Wir wollen am besten nichts mehr, am liebsten nichts mehr mit ihm zu tun haben. Ihn auf den Mond schießen, das ist ja gerade das Thema heutzutage. Auf den Mond schießen. Und dann braucht es nicht viel und es entflammt ein Streit. Was sagt denn die Bibel, woher dieser Streit kommt? Die Bibel sagt klar, dass dieser Streit der Ursprung hat in unserer Feindschaft Gott gegenüber. Und diese Feindschaft Gott gegenüber äußert sich in unserem Misstrauen Gott gegenüber. Gerade in Stresssituationen, bei Krankheit,
Arbeit, Schwierigkeit an der Arbeit, Schwierigkeit in der Familie, da rebellieren wir innerlich gegen Gott. Wir sind unzufrieden mit Gott. Gott, wie habe ich das zu verdient? Wie habe ich einen solchen Chef verdient, einen solchen Ehepartner, solche Kinder? Und eigentlich ist es Rebellion gegen Gott. Wir sind unzufrieden mit der Lebenssituation, wo Gott uns hineingestellt hat. Und diese Unzufriedenheit mit Gott ist schon uralt. Ihr wisst, Gott hat die Erde erschaffen. Und am ersten Tag kommt der Satan und pflanzt einen Gedanken ins Herz des Menschen. Meint es Gott wirklich gut mit mir? Und seither ist dieser Gedanke im Herzen der Menschen. Die ersten Menschen haben gedacht, ja, wirklich, Gott meint es nicht gut mit mir. Ich muss selber schauen zu meinem Recht. Und sie haben die Hand ausgestreckt nach dieser Frucht, die Gott geschaffen hat. Und haben gedacht, hier finde ich meine Lebenserfüllung und nicht mehr in Gott. Und seitdem ist Gott eine Nebenrolle und wir halten uns fest, vielleicht nicht an einer Frucht, aber vielleicht an dem, was Gott geschaffen hat, auch an unseren Mitmenschen. Wir erwarten von unseren Mitmenschen, dass sie uns glücklich machen. Wir heiraten, damit wir denken, dann bin ich dann glücklich. Wir kriegen Kinder, damit wir denken, dann geht es mir dann gut. Aber damit ist die Katastrophe perfekt, weil unsere Mitmenschen uns nicht glücklich machen können. Weil es eine totale Überforderung ist für den Nächsten, meinen Ansprüchen zu genügen, damit ich glücklich werden kann. Ich habe hier, ich möchte es verdeutlichen, da an einem Pannendreieck, vielleicht nicht so einem, ja. Also wir haben hier einen Balken, ein Pannendreieck. Das beschreibt meine Beziehung zum Nächsten hier. Das ist die Beziehung. Da bin ich und da ist der Nächste. Und das hier ist das Konzept ohne Gott. Da bin ich, da ist der Nächste, da ist meine Beziehung und ich erwarte vom anderen, dass er mich glücklich macht. Das Ziel von der Beziehung ist ja, dass es mir gut geht. Und so erwarte ich von meinem Chef, dass er mich lobt, sehr dankbar ist für mich und wehe, es kommt Kritik oder wehe, ein anderer wird befördert, dann ist die Enttäuschung da. Dann hat der andere uns enttäuscht, der Nährboden für einen Konflikt ist gelegt. Oder die Eltern können das auch sein. Die Eltern müssen mir glücklich machen, sie sind doch immer da für mich, sie müssen auch noch da sein für mich, wenn ich 30, 40 bin. Und wir halten hier fest an unseren Eltern und erwarten von ihnen, dass es uns gut geht. Und dabei werden wir enttäuscht und Konflikte entstehen. Das ist genau dasselbe mit dem Ehepartner. Erwarten wir, dass er uns glücklich macht und wir werden neidisch und eifersüchtig, wenn er Zeit mit anderen verbringt. Das ist unsere Situation ohne Gott. Und es kommt zum Konflikt. Hier, es tätscht, dann gibt es eine Wolke hier inmitten drin, dann sieht man einander nicht, dann kommt man einander näher, man verletzt einander, tritt einander auf die Füße, es gibt ein Gewühle hier. Was wir brauchen, ist Distanz. Aber ihr wisst, bevor wir jetzt darauf kommen, wie wir da gut umgehen können, Krisen und Konflikte sind auch immer eine Chance. Weil in einer Krise, in einem Konflikt, da kommt zutage, was wirklich in unserem Herzen ist. Krisen sind immer Charaktertests für uns. Ich habe einen Mann kennengelernt, der hat mir Folgendes erzählt, dass er am Abend nach Hause gekommen ist. Seine Frau hat schon das Abendessen bereitet, schön aufgetischt. Die Kinder waren auch schon am Tisch. Der Mann hatte einen anstrengenden Tag. Er hat mit den Kindern gegessen, Zähne putzen, dann kommt das kenne ich ja gut, das ganze Prozedere, Zähne putzen und Kinder ins Bett bringen und dann Küche machen. Und dann hat der Mann war unterwegs und hat mit Schaufel und Besen und hat zusammengewischt die Essensreste auf dem Boden. Und durch den anstrengenden Tag und was er alles erlebt hat, noch ein bisschen anstrengende Zeit am Tisch, da war er so aufgebracht und so enttäuscht, da hat er mir gesagt, hat er die Schaufel genommen, den Besen, zu einem Schlag versetzt, dass die Schaufel gerade kaputt gegangen ist. Und er hat mir dann gesagt, er sei verschrocken. Was da in ihm hochgekommen ist, ja,
dieser Mann, man denkt vielleicht, er ist nicht gerade jemand, der jemandem etwas zu Leide getan hat. Aber in dieser Situation ist er erschrocken, was in seinem Herz wirklich vorhanden war, diese Wut und diese Enttäuschung. Und er hat mir gesagt, dass er auf die Knie gegangen ist und Gott gebeten hat, dass er ihm vergibt und hilft, diese Emotionen, dass da eine Veränderung passieren darf. Krisen sind also immer Chancen, weil da kommt ganz etwas Tiefes zum Vorschein. Und mit Gott sind wir nicht alleine. Er hilft uns, gut damit umzugehen. Der erste Schritt, wenn wir in einem Konflikt sind, wenn es tätscht, ist, dass wir stoppen die Diskussion und uns zurückziehen. An die frische Luft. Oft ist es so, wenn wir Emotionen auf Gang 6 oder 7 sind, und wenn es kocht, dann spritzt es und wir explodieren und verletzen und finden nur schlechte Worte. Und dann können wir nichts anderes machen, als zu sagen, stopp, ich brauche jetzt einen Moment, ich gehe für eine halbe Stunde, eine Stunde nach draußen, ich komme danach wieder. Und in diesem Fall der Ehepartner, aber es kann auch jemand anders sein, er versteht das. Aber wenn wir unsere Wut rauslassen, dann wird es nur noch schlimmer. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 26, wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch. Die Bibel sagt nicht, dass wir nicht zornig sein dürfen. Paulus rechnet damit, es passiert oft, dass wir zornig werden. Aber wir sollen nicht Schuld auf uns laden, indem wir an unserem Streit festhalten und die Wut rauslassen. Lasst die Sonne nicht untergehen, bevor ihr einander vergeben habt. Dass wir den Weg des Friedens einschlagen in dieser Situation und der erste Schritt ist, auf Distanz gehen, die destruktive Diskussion beenden. Auch die 24-Stunden-Regel ist so hilfreich. Ja, oft diskutieren wir oder verletzen wir auch gerade schriftlich über E-Mail und das ist sowieso ein ungeeignetes Mittel, um Konflikte zu lösen. E-Mails, man versteht einander immer falsch oder meistens falsch. Und danach braucht es noch ein klärendes Gespräch, um nochmal zu sagen, was man eigentlich sagen wollte. Also E-Mail ist nicht eine gute Variante, um Konflikte zu lösen. Aber es kann mal sein, dass du so emotional bist und dann auf den PC sitzt und ein meterlanges E-Mail verfasst. Aber dann kommt die 24-Stunden-Regel. Zuerst einmal eine Nacht darüber schlafen. Man kann übrigens das E-Mail auch als Entwurf speichern. Und dann kann man es nochmal lesen und vielleicht merkt man dann, ja, es ist besser, ich sage das mal persönlich. Der erste Schritt ist, den Konflikt zu stoppen. Der zweite Schritt, und jetzt wird es gut, zu Gott kommen mit meiner Wut. Meine Wut Gott ausbreiten. In Psalm 62, Vers 9, dort steht, schütte dein Herz vor ihm aus. Schütte dein Herz vor ihm aus. Gott, es hat mich so genervt, was er gesagt hat. Gott, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Gott, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. All unsere Emotionen zu Gott bringen. Schütte dein Herz vor ihm aus, schreibt David im Psalm 62, Vers 9. Denn Gott ist unsere Zuflucht. Wenn man streitet, oder, dann fühlt man sich sehr alleine. Niemand hilft einem, niemand versteht einem, aber Gott ist unsere Zuflucht in diesem Moment. Und wir kommen zu ihm. Und wisst ihr, jetzt wird unser Dreieck, da kommt eine Dimension mehr dazu. Gott ist die Lösung, Gott ist die Zuversicht, Gott ist die Hilfe, wie wir mit Konflikten gut umgehen können. Am Anfang der Weltgeschichte haben sich die Menschen distanziert von Gott, aber im Konflikt können wir lernen, wieder mit Gottes Hilfe zu rechnen. Also das ist die Dimension da oben. Gott ist der Dritte im Bunde, in der Ehe und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ihr wisst, wenn wir hier hochkommen zu Gott, dann können wir nicht hier beim Nächsten sein. Es hilft uns, hier unsere Emotionen, unsere Enttäuschungen zu Gott zu bringen. Und vielleicht
Da möchte ich ein bisschen ausholen. Vielleicht bist du da und du hast noch gar nie damit gerechnet, dass Gott dir auch helfen könnte in Krisensituationen. Vielleicht bist du da und denkst, dass Gott eine unbedeutende Nebenrolle hat in deinem Leben. Du vertraust nicht, dass er dich gut führt. Du bist nicht sicher, ob er überhaupt existiert. Dein Leben lang hast du danach gelächzt, zufrieden zu sein und hast Menschen festgehalten, an ihnen festgehalten und bist unzufrieden, undankbar für die Lebenssituation, in die dich Gott hineingestellt hat, als Mann oder als Frau oder als Ehepartner, als Vater, als Mutter, als Arbeitgeber. Dann ist heute die Gelegenheit, das erste Mal bewusst zu Gott zu kommen und all das Schwere, das auf dir lastet, zu Gott zu bringen. Jemand hat mal gesagt, als ich so zu Gott gekommen bin, da ist wie ein schwerer Rucksack von mir gefallen. Diese Last ist unsere Unzufriedenheit, unser Misstrauen, unsere Feindschaft letztendlich gegen Gott, dass Gott es gut mit uns meint. Und die Grundlage, dass wir Frieden mit Gott haben können, hat Jesus selber gelegt. Jesus hat mit seinem Sterben und Auferstehen alle unsere Schuld getragen. Und Paulus schreibt im Epheser 2, Vers 15, dass durch Jesus darf ich versöhnt sein mit Gott. Was muss ich tun, um versöhnt zu sein mit Gott? Eigentlich muss ich nichts machen. Weder einfach ein Gebet sprechen, Jesus, es tut mir leid, bitte vergib mir, komm du in mein Leben und mach mich neu. Dieses Geschenk annehmen, das ist eigentlich das Einzige. Aber eigentlich ist es auch extrem viel, was wir machen müssen. Es ist nämlich die Kapitulation. Es ist nämlich das Eingestehen von unserem Stolz. Es ist ein demütiger Weg und das kostet uns unser ganzes Leben. Niemand demütigt sich gerne. Und darum kostet es alles, so zu Gott zu kommen. Ich möchte das vergleichen mit einem, wir haben in unserer weiteren Familie eine Haustiere, eine Schildkröte. Und diese Schildkröte lebt in einem wunderbaren Gehege, ein bisschen am Hang, frisst dort Gras, Tag ein, Tag aus, ist Freude für groß und klein. Jeden Winter kommt sie in den Keller, überwintert dort und am nächsten Jahr ist sie wieder ein Jahrring größer. Sie wächst oder ist gewachsen bis zu diesem Sommer. Da ist sie gestorben. Sie ist umgefallen und auf den Rücken gefallen und ist dort verdurstet. Niemand hat sie gesehen, sie musste sterben. Nun, diese Schildkröte, es hätte nichts genützt, wenn sie einfach ein bisschen mehr Kraft gehabt hätte, jetzt ein bisschen länger zu rudern. Und genauso nützt es nichts, wenn wir sagen, Gott, gib mir ein bisschen Kraft, damit ich ein bisschen ein besserer Mensch sein kann. Dann haben wir noch nicht verstanden, wie unsere Situation ist. Wir liegen auf dem Rücken und können uns selber nicht helfen. Wir kommen zu Gott und sagen, Gott, wir brauchen deine Hilfe. Die Schildkröte hätte jemand gebraucht, der hingegangen wäre und die Schildkröte wieder auf den Bauch gedreht hätte. Und wir brauchen jemanden, der in uns diese Wende schenkt, der unseren Zorn und unser Verletztsein und unsere Unzufriedenheit wegnimmt und uns Dankbarkeit und Vertrauen in Gott schenkt. Und Gott kann es. Und es ist ein neues Lebensgefühl, wenn wir in diese Dankbarkeit zu Gott kommen. Vielleicht warst du vorher hier und hast Lieder gesungen, aber eigentlich war eine Unzufriedenheit in dir. Eine Wut, eine Abscheu, am liebsten wärst du gar nicht hier im Gottesdienst, sondern unter deiner Bettdecke. Gott will dir eine Wende schenken, eine Umkehr, eine Dankbarkeit ins Herz. Die Konsequenz, dass wir uns Gott zuwenden, ist, dass wir Frieden mit Gott haben, versöhnt sind mit Gott, mit unserem Leben und mit unseren Mitmenschen. Also ich komme zurück hier zum Dreieck, zu Schritt 2. Wir bringen unsere Not hier zu Gott, unsere Enttäuschung, unsere Wut. Ja, oder manchmal sind das ganz kleine Sachen, dass der Ehepartner mich darauf hinweist, dass ich doch besser, dass ich Aceto Balsamico kaufe, anstatt die Garantie würde doch auch reichen, oder? Und da kommen Emotionen hoch und ich bin enttäuscht. Oder dass ich jeden Morgen um 6 Uhr aufstehe und mein Ehepartner nimmt es einfach für selbstverständlich. Oder dass es mein Nachbar ist, der nach 3 Tagen meine neue Frisur sieht.
Und mein Ehepartner hat es nicht mal bemerkt. Fehlende Dankbarkeit. Ganz viele Sachen bringen all das, was uns belastet in unserer Beziehung, all das, was wir eigentlich hier unten durchschicken möchten, all das bringen wir jetzt zu Gott. Das ist Seelenhygiene. Früher habe ich einmal in der Woche gebadet, als ich noch klein war. Heute ist es ein bisschen häufiger. Aber es ist meine eigene Verantwortung, Körperhygiene zu pflegen und den Schweiß vom Tag wieder abzuwischen. Heute schwitze ich viel, oder? Den Schweiß vom Tag abwischen. Die Körperhygiene, jeder von uns macht das. Aber wir verlästigen unsere Seelenhygiene. Wir tragen Sachen mit uns herum, die stinken, die modern, die belasten uns, die machen uns kaputt, unsere Beziehung zum Nächsten kaputt. Die Seelenhygiene ist die Verantwortung von jedem von uns. Und sie funktioniert so, dass wir einfach hier mit Gott in Kontakt kommen und ihm das bringen, was uns auf unserem Herzen liegt. Der dritte Schritt auf dem Weg zur Versöhnung ist wohl der wichtigste. Dass es wirklich zur Versöhnung kommt, muss ich eingestehen, muss ich demütig sein und sagen, ja, Gott, in meinem Herzen. Aus meinem Herzen ist der Zorn und sind die bösen Worte und ist die kaputte Abfallschaufel gekommen. Aus meinem eigenen Herzen. Jesus sagt ganz deutlich in Lukas 6, Vers 42, dass wir Heuchler sind, wenn wir hier mit Gott nur über diese Person reden und nicht auch über uns. Jesus sagt, wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und selber hat man einen Balken im Auge. Jesus will damit sagen, dass die eigene Schwierigkeit und die Not, die im eigenen Herzen ist, ist weitaus wichtiger, ernstzunehmend, also ihr wisst, was ich meine, man muss sie viel ernster nehmen als das Problem beim anderen. Und Jesus stellt uns als Heuchler hin, wenn wir nur über die Probleme des anderen sprechen und nicht auch über uns. Kürzlich waren Rahel und ich, also wir gehen so regelmäßig in Ehe- und Familienberatung, und da waren wir unterwegs dorthin, und es tut einfach gut, oder? So zu zweit über die Probleme zu sprechen. Oder so ich und der Berater über die Probleme von meiner Frau, oder? Nein, natürlich nicht. Ich bin dorthin gefahren und ich habe mir ernsthaft überlegt, ja, was ist jetzt dran, damit wir eine gelingendere Ehe und ein schöneres Familienleben haben? Habe ich so überlegt und mir sind einige Sachen in den Sinn gekommen, was meine Frau ändern könnte. Da muss ich sagen, halt, stopp, jetzt darfst du mal, Tom, ganz egoistisch sein. Jetzt geht es einmal nur um dich. Jetzt bin ich mal bereit, einfach über das zu reden, was mich beschäftigt. Ich will ja ein besserer Mann werden, ich will ja ein besserer Ehemann sein, ein besserer Familienvater. Jetzt will ich einmal Fortschritte machen. Jetzt will ich Gottes Hilfe in Anspruch nehmen, dort, wo ich Mühe habe. Und ich konnte ganz entspannt an dieses Gespräch mit der Bereitschaft, ja, ich kann von mir erzählen und bei mir anfangen. Empfange von Gott Vergebung für das, was aus deinem eigenen Herzen gekommen ist. Und schaut, ich bin zum Schluss gekommen, dass wir erst bereit sind, unseren Mitmenschen zu vergeben, wenn auch wir selber Vergebung empfangen habe. Erst wenn ich bereit bin, mein eigenes Versagen vor Gott zu bringen und um Vergebung zu bitten, erst dann bin ich fähig, auch das Versagen des anderen vor Gott zu bringen und dort abzuladen. Wenn ich selber nicht bereit bin, meine eigenen Fehler zu Gott zu bringen, dann kann ich auch die Fehler vom anderen nicht zu Gott bringen und sie kränken mich, sie verletzen mich, sie tun mir weh. Darum ist das der dritte Schritt ganz ein entscheidender Schritt, dass ich meine Schwierigkeit, meine Not zu Gott bringe. Erst wenn wir diesen Schritt konsequent gegangen sind, sind wir auch frei, unseren Mitmenschen gegenüber
offen zu begegnen. Habt ihr das verstanden? So. Dass wir ehrlich sind mit unseren eigenen Nöten und Schwierigkeiten und zu Gott bringen. Und Gott befreit uns dann, dass auch die Nöte des und Verfehlungen des anderen mich nicht mehr im Griff haben und bestimmen. Der vierte Punkt, wenn wir diese Emotionen und alles vor Gott gebracht haben und um Vergebung und um Veränderung des eigenen Herzens gebeten haben, um die Liebe von Gott für den Ehepartner oder für den Nächsten, dann sind wir bereit, von unserer Reise, von unserem Spaziergang wieder zurückzukommen und die Hand auszustrecken und zu sagen, ich bin bereit zur Versöhnung. Und da kommt wieder ein Knackpunkt. Vielleicht ist der andere noch nicht bereit. Vielleicht muss der andere nochmal einen weiteren Weg gehen. Aber ich strecke meine Hand hin als Zeichen der Versöhnung. Aber dass es zur Versöhnung kommt, braucht es immer zwei Seiten. Und vielleicht ist der andere noch nicht so weit und braucht er noch eine Weile. Ich signalisiere meine Vergebungsbereitschaft und das ist wieder ein Knackpunkt. Wenn nämlich der andere noch nicht so weit ist, dass ich dann nicht verletzt bin. Wenn der andere vielleicht noch im Zornmodus ist, kann es sein, dass ich um Vergebung bitte und der andere hat nichts zu sagen als ein weiteres verletzendes Wort. Aber wenn ich wirklich Punkt 3 vor Gott gebracht habe, meine eigene Not, dann gibt mir Gott die Kraft, hier in Liebe diese Hand hinzuhalten. Und der andere wird einschlagen. Vielleicht braucht er einfach noch einen Moment länger. Es ist nicht unsere eigene Liebe, die diese Vergebungsbereitschaft aufrechterhalten kann, aber es ist Gottes Liebe, die er uns gibt. Und wenn es dann zur Versöhnung kommt, dann können wir sagen, es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich getan habe. Bitte vergib mir. Ja, und das Wort bitte vergib mir, das hat es schon noch in sich. Wenn wir bitten, vergib mir, dann riskieren wir, dass der andere sagt, nein, ich kann dir noch nicht vergeben. Und wir stehen wieder in der Gefahr, verletzt zu werden. Aber Gott gibt uns in seinem Namen seine Liebe, um die Vergebungsbereitschaft aufrecht zu erhalten. Dann entschuldige ich mich. Und ich entschuldige mich so, dass der andere wirklich merkt, es ist mir ernst. Es nützt nichts, wenn wir uns entschuldigen und der andere merkt, mit der Einstellung, dass es einfach eine Bagatelle war. Dann kann der andere die Vergebung, die Entschuldigung nicht annehmen. Ich entschuldige mich für meinen Fehler und vielleicht ist es schwierig für uns zu sagen, ich habe falsch gehandelt. Falsch ist ein hartes, ein starkes Wort. Aber es ist nötig, damit der andere die Vergebung, die Entschuldigung annehmen kann. Wir entschuldigen uns auch für unsere, es braucht immer zwei zum Streiten, aber ich entschuldige mich für meine Seite. Ich nehme Verantwortung wahr für das, was ich gesagt und getan habe und entschuldige mich dafür. Und dann kommt es immer wieder wunderbar zur Versöhnung. Und ich sage euch, das ist so befreiend. Wie viele schlaflose Nächte gibt es, weil wir uns nicht versöhnen können? Als Ehepartner, mit dem Miteinander. Und wie befreiend ist es, wenn wir diese vier Schritte gehen und Gott schenkt Gnade, dass es wirklich zur Versöhnung kommt. Und was genial ist, wenn wir diese vier Schritte zuerst auf Distanz gehen, dann unsere eigenen Empfindungen vor Gott ausschütten, dann um Vergebung bitten für das, was ich falsch gemacht habe, dann Vergebungsbereitschaft signalisieren. Wenn ich das immer wieder in jedem Konflikt immer wieder praktiziere, dann verändert Gott Stück um Stück mein eigenes Herz. Wut wird kleiner und die Liebe von Gott nimmt Raum in meinem Leben. Und die Liebe von Gott ist wunderbar. Sie deckt nämlich die Menge der Sünden zu, schreibt Salomo. Liebe deckt Vergehungen zu. Bei uns zu Hause, da schlafen die Kinder ein und sie schlafen irgendwie ein. Also wir betten sie schön und dann schlafen sie ein und dann geht man wieder ins Zimmer und dann liegen sie auf den Spielsachen, die sie noch ins Bett geholt haben und über der Decke und
Und wenn ich dann spät am Abend nochmal hineingehe, dann sind sie schön zugedeckt, weil meine Frau da war und die Kinder zugedeckt hat. Ihre Blöße oder ihre Nacktheit oder ihre zugedeckt hat. Und genau so decken wir, wenn wir die Liebe von Gott in uns tragen, die Verfehlungen von unseren Mitmenschen zu. Vielleicht kennst du jemanden hier aus der Gemeinde und du kennst ihn nicht nur hier aus dem Gottesdienst, du kennst ihn auch aus der Arbeit. Und du weißt, dort pflegt er Gewohnheiten, die er in der Kirche nicht pflegt. So. Und du bist versucht, dich darüber aufzuregen und es weiterzuerzählen. Aber wenn die Liebe von Gott Gestalt angenommen hat in deinem Leben, dann deckst du diese Vergehen zu, so wie meine Frau die Kinder zudeckt. Du schützt den anderen und erzählst nicht weiter, was du erlebt hast. Vielleicht braucht es mal ein Gespräch zu zweit mit einem anderen. Aber du hängst die Sache nicht an die große Glocke. Es ist eine Ehre, es ist ein Stolz für jemanden, sagt Salomo auch, Verfehlungen zuzudecken. Es zeigt Größe von dir, wenn du Verfehlungen nicht an die große Glocke hängst, sondern zudecken kannst. Oder bei der Arbeit, da macht man und arbeitet und plötzlich sieht man, da hat jemand seine Arbeit nicht fertig gemacht, die Sachen nicht richtig eingetragen oder schludrig eingetragen und dann kann man sich nerven. Oder man kann Verfehlungen zudecken, die Sache bereinigen, richtig machen. Es ist eine Ehre für uns, wenn wir Verfehlungen von anderen zudecken. Oder Abfall. Ja, da kommt man in die Küche und da steht das Essgeschirr, das mein lieber Freund gebraucht hat, einfach in der Schüssel, einfach im Schützstein und nicht in der Abwaschmaschine. Ich kann mich darüber aufregen. Oder ich kann auch, und das ist ein Stolz für uns, wenn wir die Größe haben, das Geschirr zu nehmen, einzuräumen und Schwamm darüber zu machen. Liebe deckt die Menge der Sünden zu. Letzten Sonntag hat Manuel darüber gesprochen, wie wir umgehen mit unserer Zunge, was wir alles weiter sagen. Und er hat drei Prinzipien erklärt, womit wir prüfen können, ob es wirklich nötig ist, etwas weiter zu sagen. Es sind wie drei Siebe. Ist es wahr, was ich weiter sage? Ist es liebevoll, was ich weiter sage? Nützt es etwas, was ich weiter sage? Und du kannst auch Gott fragen. Du, ist es jetzt dran, etwas anzusprechen beim Ehepartner? Ja. Und ich erlebe dann oft so, dass Gott sagt Nein. Also ich bin noch erstaunt, wie oft dass Gott sagt, nein, es ist noch nicht an der Zeit. Ich habe eigentlich das Gefühl, es war längst an der Zeit, etwas zu sagen. Aber Gott anscheinend nicht. Dass wir Verfehlungen zudecken von unserem Mitmenschen. Auch Petrus, der Jünger, hat das gewusst. Petrus ist der Einzige, der diesen Vers, Sprüche 10, Vers 12, aufgegriffen hat im Neuen Testament. Und Petrus schreibt, vor allen Dingen, in 1. Petrus 4, Vers 8, vor allen Dingen habt untereinander beständige Liebe. Und wisst ihr, die beständige Liebe ist nicht die Liebe, die aus meinem Herzen kommt. Beständige Liebe ist die Liebe, als ich beständig hier die Liebe bei Gott abhole. Das ist die Beständigkeit, dass ich die Liebe bei Gott abhole. Habt untereinander diese beständige Liebe und damit meint er uns als Gemeinde. Habt untereinander diese beständige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge zu. Und Petrus hat erlebt, dass in der Atmosphäre von dieser Liebe, die er ja erlebt hat mit Jesus persönlich, dass er sich da entwickeln konnte. Dass er zu einem Jünger wurde, der zu einem Grundstein der Kirche wurde. Und ich wünsche mir, dass wir durch diese vier Punkte hier, dass Gott uns so formt, dass wir dazu beitragen, dass in der Gemeinde eine Atmosphäre der Liebe, der Vergebung, der Wertschätzung herrscht. Dass man hier Fehler machen darf. Stell dir vor, was für Leiter und Führungspersönlichkeiten wir sind, wenn wir diese zudeckende, schützende Liebe haben für unsere Mitmenschen. Wie gern, dass unsere Mitmenschen mit uns zusammen sind, wie sie uns schätzen, wenn sie merken, nein, der erzählt nicht die schlechten Sachen über mich, sondern der schützt mich. Was für Eltern werden wir, wenn wir Kinder in die Arme nehmen, auch wenn sie eine Strafe erhalten haben?
Bei uns müssen die Kinder jeweils, wenn sie nicht gehorcht haben, auf die Treppe sitzen und dort warten, bis wir sie wieder abholen. Dann habe ich erlebt, da war einer von unseren Kindern, musste auf der Treppe sitzen und ich habe ihn wieder abgeholt, habe ich ihn auf die Arme genommen und habe gesagt, weißt du, Papa hat dich sehr, sehr lieb. Und in diesem Moment ist das Kind wie so geschmolzen, hatte ich das Gefühl. Wie eine Anspannung ist aus ihm rausgegangen. Was für Eltern werden wir, wenn wir diese vergebungsbereite Liebe pflegen? Was für Ehepartner werden wir, wenn wir bereit sind zu vergeben? Und das ist diese Liebe, die nicht launisch ist, weil sie von Gott kommt. Mein Wunsch ist es, dass diese Liebe in uns immer mehr Gestalt annimmt. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du lebendig bist und dass sich dein Wort bewahrheitet, mitten im nächsten Konflikt, Herr Jesus. Und ich bitte dich, dass wir nicht nur beim Autofahren ein Pannendreieck bei uns haben und wissen, was zu tun ist, sondern auch beim nächsten Streit, Herr Jesus. Er kommt bestimmt und ich bitte dich, dass wir gewappnet sind. Ich bitte dich, dass du uns Demut schenkst, diesen Weg der Versöhnung zu gehen mit deiner Hilfe, Herr Jesus. Und ich lobe dich, dass du diese Liebe, vergebungsbereite Liebe in unser Herz schenkst, ausgießt, Herr Jesus. Die Versöhnung mit dir, die Zufriedenheit ist ein Angebot von dir. Und wir können nur zu dir kommen und es abholen, Herr Jesus. Danke dafür, Herr. Und ich bitte dich, dass du mit dieser Liebe in uns Gestalt annimmst, Herr Jesus. In jedem Einzelnen, der hier ist, Herr. Danke, ist dir kein Konflikt zu groß, zu schwer, um nicht einzugreifen, um nicht Versöhnung zu schaffen. Amen.